So, liebe Wilddiebe, ich habe einen Rehrücken geschossen, den ich schön sauber putze und in Rotwein einlege. Haut und Sehnen gebe ich mit dazu, weil ich die für die Soße brauche. Dann kommt ein Lorbeerblatt mit rein, Piment. Den Rücken brate ich in einer heißen Pfanne von jeder Seite scharf an. Fleisch rundherum angebraten ist, nehme ich es aus der Pfanne und stelle es nochmal wieder rein. Die Pfanne lösche ich mit dem Rotwein und das köchelt jetzt noch ein bisschen auf. Engel gut, tue ich noch ein bisschen Preiselbeeren, ich mit ein bisschen Wacholdersalz ab. Und fertig.